Und das war eigentlich immer so ein Traumfahrzeug. Dass es mit den Elektroautos weiter nach oben geht. Selbst fürs Pendeln reicht es. Also ich habe jetzt. Und ich glaube, auch die wenigsten haben sich wirklich tatsächlich darüber Gedanken gemacht. Nachdem ich bereits eine Serie als Laternenparker ohne eigene Lademöglichkeit mit meinem Hyundai Ioniq gemacht habe, tausche ich diese Woche mein Fahrzeug gegen den MG ZS EV. Einem Elektro-SUV mit 41 Kilowattstunden nutzbarer Batterie. Und ihr begleitet mich und schaut mal, wie gut ich damit klarkomme und ob das funktioniert. Viel Spaß! Einen wunderschönen guten Morgen. Willkommen zum Samstag meiner kleinen neuen Laternenparker-Serie. Diese Woche mal im MG und nicht im Ioniq, der da vor sich hin einstaubt. Heute habe ich was ganz Besonderes vor, und zwar heute geht es zum Saus und Schmaus vom Verein Berlin Brandenburg Elektrik. Ja, dann werde ich denen da mal eben dieses Fahrzeug zeigen und dann werde ich mal gucken, ob sie wissen, was der so kostet. Also wo da so der Einstieg in die Elektromobilität ist. Dann bleibt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch viel Spaß. Wunderbarer Verein, der Berlin-Brandenburg Elektrik e.V. Es ist ein junger Verein, es ist ein vielfältiger Verein mit stetig wachsender Mitgliederzahl und alle haben dasselbe im Sinn, nämlich dass es mit den Elektroautos weiter nach oben geht und die Leute eben aufgeklärt werden, dass so ein Elektroauto auch heute schon richtig viel leisten kann, dass es nicht immer ein Tesla sein muss, dass es auch günstigere Elektroautos gibt, mit denen man trotzdem gut vorankommt. Also das zeigen wir hier und wenn man so sich das alles anschaut, ist doch eine herrliche Auswahl heute zusammengekommen. Ja, ich finde den MG optisch also tatsächlich eine Überraschung. Also der wirkt ja doch recht also sehr modern. Ja, der wirkt modern, der hat eine klasse Farbe gehabt, eine gute Lackierung. Und ich fand, dass der, wenn du dir den so angeguckt hast, an der Verarbeitung auch so an den Designelementen, ne, die sie da so verbaut haben, dass das alles schon ganz schön hochwertig wirkt und stimmig. War ein schönes Auto. Oh, ich fand den wirklich interessant und definitiv nicht wie ein chinesisches Auto. Wirklich groß und ansprechend. Von vorne vielleicht ein bisschen wuchtig, auch mit diesem Zeichen da vorne. Aber von der Farbe und so weiter, interessantes Auto. Ich wollte als Jugendlicher ein MG Cabrio haben. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Es gab in den, wann war das, Anfang der 90er Jahre, gab es von MG, als die noch wirklich komplett englisch waren, so ein klitzekleines Cabrio. Und das war eigentlich immer so ein Traumfahrzeug damals. Und von daher war es natürlich für mich zum einen eine Überraschung, ja, zu hören, dass MG jetzt tatsächlich dann auch chinesisch ist, zum großen Anteil oder zum überwiegenden Anteil, ne? 100%. 100% sogar, okay. Ja. Und dass man es schafft, aus so einer Marke, die ein Stück weit englisch angehaucht ist, in der Reputation, im Image, tatsächlich auch ein Fahrzeug auf die Beine zu stellen, was in der Gesamtwirkung Marke plus Fahrzeug halt in sich stimmig ist. Also das war schon erstaunlich, auch wenn es jetzt ein SUV ist und kein kleiner Cabrio-Sportwagen, in sich stimmig und das passt gut. Vom Preis, also ich hätte mal locker eigentlich 35.000, 40.000 gedacht. Also für ein Auto von der Größe und von dem Erscheinungsbild. Und ich habe ja auch mal reingeschaut, so von der Innenausstattung, das sah auch echt ansprechend aus. Auch die Verarbeitung, so der Sitze mit den Nähten und so. Also es sah echt gut aus. Also als du mir dann erzählt hast, dass das Ding 23.000 Euro kostet, das war natürlich die Überraschung pur. Also wenn man sich dann überlegt, ein Auto, das haben wir neulich gefahren, 300 Kilometer in der Stadt ungefähr, ne, Reichweite. In der Größe, in der Anmutung, mit dem Platz,
das ist schon eine Überraschung gewesen. Und findest du, das ist ein Auto, womit Leute, vielleicht auch älteren Semesters, in die Elektromobilität einsteigen können? Also ich kann es mir auf der einen Seite ganz gut vorstellen, weil man ja schon auch höher sitzt, weil man, glaube ich, einen ganz guten Blick so auf die Straße hat, auf die Fahrbahn. Auf der anderen Seite bin ich mir immer nicht so ganz sicher, weil er wirkte doch ziemlich groß. Und ob das vielleicht für manche in dem Alter dann auch ein bisschen zu groß und wuchtig ist, ob die sich nicht vielleicht eher was Kleineres wünschen, aber so von der Sitzposition und von der Höhe kann ich mir das sehr gut vorstellen. Und wenn jemand sagt, hey, ich brauche ein bisschen mehr Platz, dann definitiv. Ich glaube, dass der MG ein gutes Fahrzeug ist zum Einstieg, gerade für Menschen dann auch im reiferen Alter, die gerne hochsitzen. Er hat vom Design her ist er ja nicht sehr übertrieben auffällig. Also er ist kein Auto, was sehr, sehr, also was wahnsinnig maskulin wirkt, was aggressiv wirkt. Er ist so ein Auto, wo ich mir gut jetzt meinen Vater drin vorstellen kann. Ja? Und andere, die nochmal liebäugeln damit, sich tatsächlich ein kleines SUV zu kaufen, was stadttauglich ist, mit dem man trotzdem reisen kann und wo man vor allen Dingen halt auch hoch sitzt. Ne? Und vom Design her, glaube ich, spricht das die Zielgruppe gut an. Damit kommst du, also das reicht ja für, ich sag mal, für einen Stadtbetrieb oder hier für uns, für einen Ortsbetrieb dicke. Also ich glaube, wenn meine Frau das Auto fahren müsste, dann würde die alle zwei Wochen mal nachladen müssen, ja, damit da wieder Kilometer drin sind und Reichweite drin sind. Jetzt fürs Pendeln, selbst fürs Pendeln reicht es. Also ich habe jetzt ja hier irgendwie 75 Kilometer eine Richtung Berlin, also 150 am Tag. Selbst da muss man sich ja gar keine Sorgen machen. Ich glaube, dass das mit der Software für die Zielgruppe, die so ein Auto kauft, und das sind, glaube ich, schon die gerne mit einem Fahrzeug fahren, was jetzt nicht so auffällig ist. Wir hatten das ja gerade schon, was sicherlich auch eine Käuferschaft findet, für die ein Auto auch ein Gebrauchsgegenstand ist, dass das mit der Software für die jetzt gar nicht so entscheidend ist. Ja, ob das jetzt total verspielt ist, im Gegenteil. Also ich glaube, für viele ist es so, die freuen sich halt noch über jeden Knopf, der dann wieder am Armaturenbrett ist, glaube ich, in der Zielgruppe, die so ein Auto kaufen. Und von daher ist das, glaube ich, nicht das Killer-Kriterium für dieses Auto. Also das eigentliche Asset bei dem Fahrzeug, bei diesem MG, nach meinem Empfinden, war also hochwertige Anmutung, Mini-SUV, also kompakt, gut zu handeln. Man sitzt hoch, man kann gut reisen, vernünftige Reichweite, mega Preis. Ne? Das ist, glaube ich, das Argument. Tja, liebe Leute, das war der Samstag in der Woche. Eine Woche im Leben eines Laternenparkers mit dem MG ZS EV. Ihr habt so ein paar Stimmen gehört, die gingen natürlich klar in Richtung des MGs. Ich habe immer bewusst gefragt, wie sie den MG finden. Aber ich habe natürlich auch gefragt, wie die Leute so das empfinden, ob damit der Einstieg in die E-Mobilität leichter wird. Und da waren unter anderem interessante Stimmen dabei, die ja auch gesagt haben, Mensch, in dem Preissegment so viel Auto zu bekommen, ist echt cool. Und ich glaube, auch die wenigsten haben sich wirklich tatsächlich darüber Gedanken gemacht, ob das Fahrzeug jetzt von einem chinesischen Hersteller kommt oder eben nicht. Ich finde es auf jeden Fall klasse. Ja, wie gesagt, ne, was mal so ein bisschen die verschiedenen Stimmungen einzufangen. Und ja, morgen geht es in den Garten und da treffen wir ein paar Bekannte. Und dann werden wir mal schauen, was die so sagen. Die fahren sonst eine Zoe. Und dann werde ich dort auch mein Fazit mal geben, wie ich so durch die Woche gekommen bin. Ja, ich habe ja diese Woche sehr durchwachsen geladen. Eigentlich nicht so, wie ich musste oder wie ich Gelegenheit dazu hatte. Sondern ich hatte ja Zeit, euch mitzunehmen auf so einen kleinen Reichweitentest. Ich habe vorwiegend verschiedene Stimmen eingefangen. Und damit soll es morgen weitergehen, da ziehe ich morgen ein Fazit draus und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dann, es ist schon dunkel, ich war noch bei einem Bekannten nach dem Sausenschmaus, der kommt rüber. Ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag, Abend, Morgen, wann auch immer ihr dieses Video guckt und denkt dran, Kanal abonnieren und gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Und ich bin auch schon daran, mal so eine Woche oder vielleicht auch länger mit anderen E-Autos, mit noch
noch höherwertigeren oder auch aktuelleren E-Autos zu machen. Da dürft ihr euch drauf freuen. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, einfach Kanal abonnieren. Bis dann. Ich sag ciao.